Mein Name ist Rahel Joss. Wir sind hier in Giessenstein. Es ist ein kleiner Ort in der Schweiz, im Kanton Bern. Wir führen hier einen Milchwirtschaftsbetrieb, machen noch wenig Ackerbau und Christbäume. Die Milchwirtschaft ist aber der Hauptbetriebszweig. Wir betreiben eigene Nachzucht hier auf dem Betrieb. Die besten Kühe, respektive diese Kühe, die mir am besten auf das Betriebsziel passen. Die werden gesext besamt mit der Rasse Swiss Fleckvieh im Moment. Wir sind am Rückwärtszüchten von Red Holstein auf Schweizer Fleckvieh. Der Rest wird mit Fleischrassen besamt und als Tränkekälber verkauft. Wenn bei uns ein Kalb Durchfall hat oder beginnenden Durchfall hat, dann starten wir bei der nächsten regulären Fütterung mit dem Einmischen von Diastop. Je nach Stärkegrad des Durchfalls 1 bis 2 Löffel. Und das machen wir bei jeder normalen Tränke. Das Pulver lässt sich einfach mit einem Schwingbesen einrühren, löst sich gut auf und die Kälber haben es bei uns noch immer gut getrunken. Also das war nie ein Problem, dass sie das nicht akzeptiert haben. Wenn der Durchfall nachlässt, geben wir vielleicht noch 1, 2 Tage länger. Das kann sein, dass es schlussendlich nur 3 Tage gewesen sind oder vielleicht eine Woche oder mehr, bis wir das Produkt wieder absetzen. Musik